So, hallo und herzlich willkommen im Wald und ich hatte eine Eingebung. Ich wollte nämlich schon ganz lange, bestimmt schon Jahre her, mal ein Video machen mit meiner Meinung zu einem schönen diskutierten Thema. Und diskutierte Themen mag ich, weil die sind immer reizvoll, weil da kann man sich immer schön streiten. Das ist wiederum der Erkenntnis förderlich. Und zwar geht es ums Batonieren. Und beim Batonieren gibt es zwei Sachen, die da im Grunde diskutiert werden. Ja, und zwar erbittert. Die erste Sache ist, macht's das Messer kaputt? Und die zweite Sache ist, macht's überhaupt Sinn? So, und ich würde sagen, nein, macht ein dafür halbwegs geeignetes Messer sicherlich nicht kaputt. Jedenfalls nicht im Regelfall. Und B, ja, macht schon Sinn, beziehungsweise ist eine von mehreren Möglichkeiten. Ich möchte aber nicht so weit gehen, wie es manche Leute tun, dass das so die eine ultimative Technik sei, die man unbedingt beherrschen muss und mit der man voll ultimativ krass sofort jederzeit bei jedem Wetter und wenn es so richtig, richtig scheiße ist draußen, noch ein Feuer anbekommt. Ja, also diese Meinung gibt es auch und das möchte ich so nicht unterstreichen. Also ich habe bisher noch bei jedem erdenklichen Wetter, bei dem ich jemals ein Feuer machen wollte, ich gebe zu, ich wollte es noch nie bei Orkanwind und krassem Sturm oder irgendwie sonst wie draußen gemütlich ein Feuer machen. Das macht aber auch nicht wirklich Sinn. Aber bei jedem Wetter, bei dem ich jemals ein Feuer machen wollte, habe ich immer ein Feuer anbekommen. Zumindest seit den letzten 6 Jahren, wo ich halbwegs vernünftig Feuer machen kann. Davor hatte ich das noch nicht so oft geübt, aber ich hatte jetzt dann mal wirklich einen erhellenden Moment. Und seitdem klappt es eigentlich ganz gut mit dem Feuer machen. Und ich habe immer ein Feuer anbekommen. Und ich habe dafür nicht ein einziges Mal irgendwas batoniert. Ja? Nie notwendig gewesen. Trotzdem kann man auch mit Batonieren eben entsprechend Holz zur Verfügung stellen, um ein Feuer zu machen. Ich sage nicht, das geht nicht. Ich stelle lediglich in Frage, ob das die eine ultimative Methode tatsächlich ist. So, und ich habe mir vorgenommen, in diesem Video gar nicht mal so viel zu labern für meine Verhältnisse und ein bisschen mehr zu zeigen. Was ich aber bestimmt nicht zeigen muss, ist, wie Batonieren funktioniert. Das haben wir alle 7000 Mal gesehen. So, das ist ein Stück batoniertes Holz. Das war mal, ihr seht, das ist so ein kleiner Minischeit. Das war entsprechend mal viermal so groß, ne, weil es ein Viertelchen noch übrig ist. Und man kann jetzt, und deswegen gilt das eben als die krasse Anwendung fürs Batonieren schlechthin, wenn man es halt geviertelt hat, von mir aus auch geachtelt oder gesechzehntelt, ist egal. Halbieren ist ein bisschen wenig, vierteln sollte man es wahrscheinlich schon. Eben relativ gut auf den inneren Bereich des Holzes zugreifen, ne? Und der soll, so jetzt die Überzeugung der Batonierfreunde, der trockene Kern sein. Ja, und der trockene Kern ist immer trocken. Und wenn man an den trockenen Kern rankommt, dann hat man immer trockenes Holz, egal bei welchem Wetter. Der Hintergrund ist der, das Holz liegt ja nicht geviertelt im Wald, sondern rund. Und dann regnet es außen wohl drauf. Und das Wasser dringt auch ein Stück weit ein. Aber wenn der Ast dick genug ist, dieser hier war schon ein bisschen grenzwertig, aber das war der erste, den ich gefunden habe, grenzwertig dünn heißt das, dann ist mit der Mitte trotzdem immer noch trockenes Holz, weil das Wasser so tief gar nicht eindringt. So, das stimmt soweit erstmal schon, aber, und dazu muss ich jetzt ein paar Anmerkungen loswerden, weil es ist halt dann doch irgendwie so mein Metier, ne? Das gute Holz. Also, habe jetzt behauptet, das sei grundsätzlich brennbar. Und wenn man da entsprechend lange dran rumzünselt, ja, dann brennt das auch. Ja, also und auch gut und ja, das funktioniert. Warum macht man diese Federn da, diese sogenannten Feathersticks? Naja, ganz einfach, weil man damit nochmal die Oberflächenstruktur des Holz etwas aufraut, die spezifische Oberfläche dessen, was man hier anzündet, nochmal entsprechend erhöht. Und das führt dazu, dass die Oxidationsreaktion, das ja eine Verbrennung eigentlich darstellt, eben auf mehr Fläche gleichzeitig stattfinden kann. Das erhöht die Anzündbarkeit von so einem Holz ganz außerordentlich. Und das brennt dann schon gut. Ja,
man kann mit sowas wirklich, das geht schon, bei jedem beliebigen noch so schlechten Wetter, also Holz finden, wenn man ein bisschen sucht, das brennbar ist, mit dem man ein Lagerfeuer wahrscheinlich zum Laufen bekommen wird, weil man dann zumindest mal ein Kernfeuer hat, das gut gebrannt hat, und dann kann man nach und nach nassere Äste, die man in der Umgebung aufgesammelt hat, aber am besten auch nicht direkt vom nassen Boden, damit dann halt eben auch anzünden, beziehungsweise das Restwasser, was noch drin ist, verdampfen lassen, und dann brennt das auch. Ja, also gehen tut das. Ich möchte überhaupt nicht in Frage stellen, dass das eine valide Technik ist, um sich bei sehr schlechtem Wetter ein Feuer anzuzünden. Aber was mein Problem ist, ist, wenn das so dargestellt wird, als sei dies die einzige und die ultimative Technik, bei der man bei schlechtem Wetter und trockenem, feuchtem Holz überhaupt nur irgendwie ein Feuer anzünden kann. Ja? Ohne diese Technik geht das gar nicht. Diese Darstellung findet man hin und wieder mal im Internet, und der möchte ich vehement widersprechen. Und nochmal, ich habe persönlich das noch nie gemacht, weil ich es noch nie gebraucht habe und habe bisher immer eine andere Technik anwenden können, die immer funktioniert hat. So, und die möchte ich euch jetzt einfach als Alternative, nicht als ist besser, aber als Alternative entsprechend zeigen. Der große Vorteil dieser anderen Technik liegt darin, dass man meiner Meinung nach einen wesentlichen Vorteil hat, nämlich man braucht kein Messer, mit dem man Holz spalten kann. Hat man also nur ein Messer, mit dem man eben kein Holz spalten kann, oder man möchte sein Messer nicht kaputt machen, weil es wirklich so filigran ist, dass man damit eben kein Holz spalten sollte, die Meinung habe ich auch schon entsprechend in Kommentaren und sonst wo auf YouTube gehört, von wegen, lieber mache ich mein Messer kaputt und habe dafür dann ein Feuer und kein Messer mehr, wenn ich jetzt unbedingt ein Feuer brauche, als dass ich eben kein Feuer habe. Ja, und so weit muss es nun wirklich nicht kommen. Wenn man kein Messer dabei hat, das Holz spalten kann oder das dabei kaputt gehen würde, dann macht man einfach mit einer anderen Technik ein Feuer. Und ja, es gibt andere Techniken, und genau das ist das, worauf ich jetzt komme, die auch funktionieren, und auch wenn es richtig, richtig, richtig nass ist. So, und ich habe das schon mal gezeigt, und im Prinzip geht es einfach nur darum, dass man sich einfach das trockenstmöglichste Holz, und zwar dünne Ästchen, dünne Zweigchen, aufsammelt, das irgendwo gerade verfügbar ist. So, und wo ist so ein Holz verfügbar? So ein, das trockenstmöglichste, das man im ganzen Wald finden kann. Dafür müssen wir uns kurz mal Gedanken machen, wie denn der Wald so stockwerkmäßig aufgebaut ist. Wir haben die Kronenschicht, wir haben dazwischen die Stämme, und dann haben wir hier den bodennahen Bereich. Der trockenste Ort am Wald, nachdem es geregnet hat, ist erstaunlicherweise weder die Krone, weil die ist jetzt nass, noch der Boden, weil der ist jetzt nass, sondern eben der Bereich dazwischen. So, und was brauchen wir jetzt also für Holz? Naja, das, was nicht auf dem Boden liegt und auch nicht in der Krone sitzt, sondern dazwischen hängt. Und jetzt hat ja an so einem Wald üblicherweise ein paar Ästchen auch in Bodennähe, und an diesen Ästchen in Bodennähe, da kann gerne mal was hängen bleiben, das eben entsprechend von der Krone runtergefallen ist, und das hängt da jetzt eine Weile. Und weder liegt es im ständig feuchten Niveau des Bodens, ja, der auch ständig Feuchtigkeit nach oben abgibt, insbesondere morgens, Tau haben wir alle schon mal gesehen, ne, und auch schon erlebt, hoffentlich, sofern schon mal ein paar Mal draußen geschlafen wurde. Und er hängt auch nicht im sehr feuchten Niveau der Kronen, wo dauernd Wasserdampf von den Bäumen abgegeben wird, um eben Photosynthese zu betreiben. Und selbst wenn es geregnet hat, ist das Holz, was da hängt, eigentlich immer mit einer gewissen Grundtrockenheit ausgestattet. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Beispiele, allerdings mit Wackelkamera. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Ja, also super einfach ist es, wenn man irgendwo ein paar Nadelbäume rumstehen hat. Die haben die praktische Eigenschaft, dass sie sogenannte Totasterhalter sind. Heißt, wenn ein Ast abstirbt, dann bleibt er einfach als totes Holz am Baum hängen. Der ist auch nicht mehr wirklich mit dem Stamm verbunden. Das ist schon alles irgendwie abgetrennt, damit keine Keime durch eben den Ast in den Stamm gelangen können. So, also zumindest ein bisschen abgetrennt, sage ich jetzt mal. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass das passiert, aber eher sehr unwahrscheinlich. So, und die Äste, die hier unten eben so kahl rumhängen, die werden vom Baum eben nicht mehr versorgt. Und je nachdem, wie lang das jetzt schon her ist, dass die entsprechend abgestorben sind, wenn man ihn mal scharf stellen könnte, kann man leider nicht. Stellt mir immer auf den Boden dahinter scharf, egal. Sehen tut das trotzdem. Dann sind die irgendwann
wirklich, wirklich ziemlich trocken. Und woran man das sehen kann, wenn man da sowas abbricht, das ist das, dass die möglichst mit einem lauten Knack und möglichst ohne so auszureißen abbrechen sollten. Weil wenn sie so ausreißen, wie das jetzt hier gerade passiert ist, dann sind sie eben nicht hundertprozentig trocken. Das heißt, wenn wir jetzt das trockenstmöglichste Holz suchen und wir finden, weil es gerade geregnet hat, nichts Besseres als das, dann könnte man das schon verwenden. Aber das ist jetzt nicht hundertprozentig trocken. Man könnte jetzt also eigentlich noch weiter suchen, bis man was Trockeneres findet. Und das mache ich jetzt mal schnell. So, der Ast hier sieht sehr, 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 sehr trocken aus. Ja, ne? Der ist jetzt auch so ein kleines bisschen hier weggesplittert, aber das war ein Geräusch, das definitiv vermuten lässt, dass es sich hier um sehr, sehr trockenes Holz handelt. Wäre jetzt für unseren Geschmack eigentlich noch ein Ticken zu dick. Je dünner die Zweigchen sind, desto besser, aber den könnte man jetzt so verwenden. Wichtig ist übrigens, zumindest zu Trainingszwecken, wenn es dann im Ernstfall unbedingt ein Feuer sein muss, ist das natürlich egal, aber zu Trainingszwecken nicht näher am Baum abbrechen, als so wie ich das jetzt getan habe, einfach damit sollte hier ein Pilz reinkommen, der einen möglichst weiten Weg hat, um bis ins Stamminnere vorzudringen. Ja? Solange das Ding so lang bleibt, ist ein Infektionsrisiko des Baums nahezu ausgeschlossen. Bricht man es kürzer ab, besteht eins und das wollen wir ja nicht. Ne? Immer schön, so schonend wie möglich. Und ohnehin das natürlich mit dem Äste abbrechen nur machen, wenn es unbedingt notwendig ist. Allerdings jetzt einen wirklichen Schaden, solange man das eben so macht, stellt es auch nicht dar. So, jetzt habe ich ja gesagt, wir wollen möglichst feines Material haben. Da bietet sich jetzt natürlich so ein Reisig-Dingens hier an. Und ja, das war jetzt zum Beispiel richtig, richtig schön trocken. Dann kann man davon ausgehen, dass unterhalb von der Bruchstelle, also hinter der Bruchstelle mit den noch dünneren Zweigchen, ja, Scharfstellen ist auch schwierig bei den dünnen Zweigen, das Ganze auch sehr, sehr trocken sein wird. Das ist also jetzt genau das Material, was wir haben wollen. Zum Beispiel das. Bei Laubbäumen müsste man jetzt noch ein bisschen weiter suchen, das zeige ich euch auch schnell mal. So, und dann kann man auch in einem ziemlich Laubwald dominierten Wald, da sind jetzt zwar immer noch ein paar Ladelbäume da, so weit bin ich nicht gelaufen, aber da findet man dann auch gerne mal sowas hier. Ne? Der ist schlicht und ergreifend einfach umgeknickt, ist da hinten noch so halbwegs mit dem Boden verbunden, aber wenn man so einen Ast, der da umgeknickt ist, dann entlang geht, dann findet man oft daran auch nochmal ein abgestorbenes Zweigchen und dieses ist dann auch wieder, ja, wunderbar trocken. Und es ist jetzt zwar nicht auf Kopfhöhe gewesen, aber weder liegt es direkt am Boden, ist also raus aus der Tauschicht, wo jeden Morgen Feuchtigkeit aufsteigt, noch hängt es eben in der nassen Krone, sondern es ist irgendwo dazwischen. Und solche Äste sind dann also auch meistens sehr, sehr gut geeignet. Die mögen nicht perfekt trocken sein, aber sie sind für unsere Zwecke trocken genug. Ja? Also bei der Technik, die ich hier jetzt gerade empfehle, man wird nicht 100% trockene Zweigchen finden, wenn es gerade geregnet hat oder während es noch regnet. Ja, das geht nicht. Aber das ist auch gar nicht notwendig. So, ich nehme jetzt von denen noch ein paar mit und dann machen wir ein ganz winzig kleines Feuerchen zum Zeigen. So, aber bevor wir zum weiteren praktischen Teil kommen, erstmal noch ein bisschen Theorie, ne? So, folgendes. Eine Rolle spielt übrigens auch noch die Baumart, die man hier sammelt. Ich habe hier jetzt zum einen Fichte. Fichte sollte bekannt sein. Fichte hat einen Vorteil, wenn man eben was haben möchte, was möglichst schnell und leicht entzündlich ist. Denn als Nadelholz enthält es ein bisschen Harz. Und das bisschen Harz kann, gerade wenn es sich um nasses Holz handelt, ich weiß, das Holz ist noch nicht nass, das kommt noch, kann ein entscheidender Vorteil sein. Also wenn man Nadelholz finden kann, und dann bevorzugt Nadelholz nehmen. Im Durchschnitt ist auch die Rohdichte von Nadelhölzern niedriger als von Laubhölzern. Das bedeutet, die brennen weniger lange, weil das Holz weniger dicht ist, aber dafür entzündet sich schneller. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Daher Nadelhölzer bevorzugen. Wenn wir nur Laubhölzer finden, dann ist es umso wichtiger, dass wir schauen, dass für unser Initialfeuer auf keinen Fall was Dickeres genommen wird als sowas hier. Also unter Bleistiftdicke kann man sich so ungefähr merken. Und davon sind die wertvollsten Teile natürlich die ganz, ganz dünnen Ästchen hier, die wirklich sehr, sehr schnell entsprechend entflammbar sind. So, das nochmal zur grundlegenden
Theorie. Und wichtig ist jetzt auch noch Folgendes. Warum kann man so kleine Ästchen verwenden? Sind die nicht super nass? Ne? Dringt da nicht die Feuchtigkeit sofort ein? Tja, hier gilt ähnlich wie bei der anderen Methode. Die Äste dürfen auch noch nicht viel zu lange im Wald hängen. Sie müssen so lange im Wald hängen, dass sie zwar trocken sind, aber sie dürfen noch nicht so lange im Wald hängen, dass sie keine Rinde mehr haben. Also kann auch funktionieren mit denen, die keine Rinde mehr haben. Ich sage jetzt nicht, dass das muss. Der Vorteil ist, wenn sie noch Rinde haben, Rinde ist wasserdicht. Ja? Und wenn dieser erst jetzt hier nass wäre, dann wäre die Rinde nass, aber das Innere, das bisschen Holz, was da drin steckt, viel ist es ja nicht, aber das bisschen, was drin steckt, ist trocken. Weil die Rinde ist wasserdicht, dann kommt kein Wasser ran und ausgetrocknet ist er schon lange. Und deswegen muss es muss schon ein sinnflutartige, wirklich 3-4 Wochen Dauerregen sein, damit sowas dann auch innen drin wirklich durchgeweicht ist. Ja, das kommt in der Praxis eigentlich nie vor und man wird zumindest in unseren Breiten immer mit dieser Methode eben in Mitteleuropa meiner Meinung nach ein Feuer anmachen können. Ja. Ich hatte es jedenfalls bisher immer geschafft. So viel zum Thema Theorie. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Praxis. Wichtig zu sagen wäre noch, es herrscht gerade keine akute Waldbrandgefahr. Gar nicht. Beziehungsweise morgen soll, glaube ich, wieder Waldbrandgefahrenstufe 2 sein. Heute haben wir aber 1. Nichtsdestotrotz habe ich hier eine große Fläche, die gut für ein Mikrofeuerchen geeignet ist, freigeräumt. Einfach weil das hier ist komplett Oberbodenhorizont, also Mineralboden, der ist nicht brennbar. Da ist ein geringfügiger Anteil humoser Substanz dabei, die theoretisch brennbar wäre, wird aber von den ganzen silikatischen Mineralien, die da dazwischen hocken, absolut ausgebremst. Also das hier ist safe. Ja, dieser Boden kann nicht brennen, da kann es auch nicht im Boden weiter brennen. Oder sonst irgendwie sowas Schlimmes passieren, von dem man da gerne mal hört, was auch durchaus passieren kann. Aber ich kann euch garantieren, das ist in diesem Fall wirklich sicher. Ich habe dazu auch schon an mehreren Stellen irgendwie was erzählt. Und ich werde jetzt auch nur ein ganz kleines Feuerchen zu machen versuchen. Und ich mache es dann auch wieder aus, einfach weil wir uns in einer Phase befinden des Jahres, in dem man Feuer wirklich auf ein Minimum begrenzen bzw. ganz sein lassen, ist sowieso am sichersten. Also wer das kann, sollte das tun. Jedenfalls so sollte. Ausgenommen natürlich sind wirklich schöne, fest installierte Feuerstellen an Orten, wo man, gerade auch wenn die Waldbrandgefahrenstufe das gerade zulässt, wirklich offiziell und legal und in einem vernünftigen Umfeld ein Feuerle machen darf, dann darf man das da selbstverständlich auch tun. Und da spricht auch ethisch-moralisch meiner Meinung nach nichts dagegen. So, jetzt machen wir das Holz erstmal klein, das mache ich off-Kamera und dann machen wir es erstmal nass, weil sonst ist das alles langweilig. So, okay, klein ist es, nass ist es noch nicht. Und wir möchten ja jetzt wirklich so tun, als hätten wir echt miserabelste Bedingungen zum Feuer machen. Das wäre jetzt so zum Anzünden überhaupt keine Schwierigkeit. Da brauchst du nicht mal Zunder, da kannst du einfach mit dem Feuerzeug unten reingehen, wenn du das dann willst. Aber wie gesagt, es soll ja nass sein. So. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das jetzt nass ist, ja? So nass würde das normalerweise in der Waldpraxis gar nicht werden, weil nicht an den Orten, wo ich es eingesammelt habe, da bleibt das immer trockener als das. Ja, also so, okay, vielleicht meinetwegen wirklich, wenn es so richtig reinhaut, der Regen, und so richtig, dann mag das vielleicht sogar auch mal vorkommen. Ja? Aber das ist auch vollkommen wurscht, weil was wir in jedem Fall jetzt tun können, das können wir natürlich auch bei einem realen Regen und bei echtem Holz jederzeit tun. Wir können es hochheben und wir können es, bevor wir versuchen, es anzuzünden, wenigstens mal ein bisschen ausschütteln. Das mache ich jetzt noch etwas intensiver. Auch wieder, das mache ich nicht auf Kamera, sonst glaubt mir ja hinterher keiner, dass es dasselbe Holz ist, was wir gleich anzünden versuchen. Also gerade ein bisschen versuchen, oberflächlich das Wasser abzubekommen. So, buff, fertig. So, das wollen wir jetzt anzünden. Und wenn wir das anzünden wollen, da reicht es jetzt zugegebenerweise nicht mehr, einfach ein Streichholz reinzustopfen, sondern da müssen wir jetzt schon ein bisschen nachhelfen. Und das Geheimnis
zum Anzünden von Holz unter diesen Bedingungen lautet, wir brauchen Zunder. Und zwar brauchen wir viel Zunder. Und das wäre jetzt wieder das Problem, weil wir müssten jetzt beim bisherigen Rumlaufen im Wald, soweit wir das jetzt bisher getan haben, eben auch reichlich Zunder gefunden haben. Ne? Und außerdem haben wir jetzt hier nassen Boden, auf dem wir Feuerle machen wollen. Das ist natürlich auch realistisch. Ja, wir werden nämlich keinen trockenen Boden dann haben. Also brauchen wir wirklich viel Zunder. Ja? In meinem Fall ist das jetzt die gute alte Birkenrinde, dass die brennt, weiß inzwischen auch wirklich jeder. Wenn das, für wen das jetzt neu ist, der darf das bitte gerne mal in die Kommentare schreiben. Also, dass jemand so sehr noch keine Ahnung von der ganzen Materie hat, das würde mich überraschen. Nicht, dass das irgendwie schlimm ist oder in irgendeiner Form jetzt ein Vorwurf wäre oder sonst wie. Jetzt kann man das natürlich jetzt hier ganz toll mit dem Feuerstil anzünden, bla bla und so weiter und so fort. Muss ich das jetzt machen? Ich glaube, ich muss das jetzt mal wieder machen. Habe ich jetzt so lange nicht gemacht. Kann ich mal wieder so tun, als wäre das die einzig wahre Methode, um ein Feuer anzubekommen. Das muss man unbedingt eben mit dem Feuerstil. Und nur der Feuerstil ist das Tool, mit dem man richtig Feuer machen kann. Und Feuerzeug nehmen nur Idioten. Das geht gar nicht mit dem Feuerzeug. Ja, aber wenn man den nicht regelmäßig benutzt, dann braucht man halt ein paar Mal mehr. Ne? So, aber nichtsdestotrotz brennt da jetzt was. Und nochmal, das Geheimnis ist jetzt vor allen Dingen die Menge an Zunder. Weil wenn wir da nicht genügend Zunder hernehmen, dann reicht der Zunder natürlich auch nicht aus, um jetzt unser super nasses Holz so weit zu trocknen, bis das anfängt zu brennen. Und natürlich raucht das wie Sau. Und wenn man da unten Zunder reintut, ist schön. Aber wenn man dann noch Zunder oben drauf tut, ist besser. Sicher ist sicher. Und wie gesagt, raucht wie Sau, aber brennt, solange da Birkenrinde dabei ist. Birkenrinde ist auch mit wirklich so ziemlich das Beste, was man finden kann, weil die brennt auch nass. Also wenn ich die jetzt ganz frisch gesammelt hätte, scheißegal, brennt wie gesagt in jeder erdenklichen Situation. Man kann natürlich auch sagen, anstatt ständig ein riesen brachiales Messer mitzuschleppen, nehme ich einfach ein paar Zivilisationszunder mit, damit kann ich dann auch jederzeit ein Feuerle machen. Ja, und das reicht schon. Ihr seht, das brennt jetzt. Also selbst, ich lasse das jetzt so lange brennen, bis die Birkenrinde weg ist, um ein bisschen was legen wir noch dazu, sicher ist sicher, um eben zu beweisen, ich habe ein Feuer gemacht. Und wenn ich jetzt nur nasses Holz hätte, könnte ich trotzdem jetzt nach und nach kleine, auch wieder dünne Ästchen erstmal von nassem Holz nachlegen. Und wenn ich das eine halbe Stunde lang mache und eine halbe Stunde lang nur mit dünnen Ästchen, die halt einfach anzubrennen sind, arbeite, dann habe ich auch nach einer halben Stunde so viel Glut, auch mit den dünnen Ästchen, dass ich dann auch mit ein bisschen was Dickerem arbeiten kann. Und dann nach einer weiteren halben Stunde habe ich so viel Glut, dass es dann fast schon egal ist, was ich drauf werfe. Solange es halbwegs trockenes Holz ist und ist nicht völlig nass, also ganz frisch vom Baum, dann habe ich mein Feuer. Ja? Und ich habe dafür jetzt keinen Baum spalten müssen oder sonst irgendwie Batoning betreiben. Das Einzige, was man halt braucht, ist genug Zunder. Aber gerade wenn man in einer Notsituation ist, dann kann man die Birken ja von vorne bis hinten abziehen. Das sollte man selbstverständlich nicht machen, einfach nur zu Trainingszwecken. Aber wäre jetzt wirklich Not am Mann und ich brauche dringend ein Feuer und ich drohe zu erfrieren sonst, dann kann man das echt tun. Ja. So, und das langt auch. Haben wir gesehen. Tut mir ja immer weh, wenn ich ein Feuer vorzeitig löschen muss. Mal gar nicht gerne, aber ist in diesem Fall einfach notwendig. So, beziehungsweise sicherer. Gut. So, und dann hätte ich noch ein paar Ergänzungen, um mögliche Kommentare vorwegzunehmen. Wird trotzdem sicherlich das eine oder andere zu meckern geben. Das ist dann auch vollkommen legitim. Ich lasse mich ja gerne anmeckern. Insbesondere, wenn es freundlich und höflich und mit fundierter Meinung und Kenntnis und Fakten passiert. Das ist mir besonders lieb. Ne? Nämlich, was ist, wenn man keine Birke findet?
was, wenn man nicht viel Zunder irgendwie auftreiben kann? Naja, die Grundsätze zum Zundersammeln, die sind relativ leicht zu erlernen und zumindest kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass man in Deutschland, Frankreich, Polen, grundsätzlich Mitteleuropa keine Schwierigkeiten haben wird, mindestens entweder Birke zu finden oder Fichte, Kiefer, irgendein Nadelholz. Und wenn man irgendein Nadelholz findet, mit Ausnahme von Eibe, aber das ist auch super selten. Ne? Von daher, man wird immer Fichte, Tanne, Kiefer, eins von diesen dreien wird man in fast allen Regionen oder irgendeine Fichte, Tanne oder Kiefer, Unterarten, andere Arten, völlig egal, wird man überall in Europa zumindest irgendwo finden können. Und die haben alle Harz. Und wenn man sich da eben entsprechend dann so lange bei den Dingern umguckt, bis man eine findet, die ein bisschen verletzt ist und wo ein bisschen Harz rausfließt oder mal Harz rausgeflossen ist, dann kann man sich da auch immer Harzklümpchen mitnehmen und davon nimmt man dann ebenfalls viele und dann funktioniert das genauso. Ja, oder man findet eben doch Birke, dann nimmt man Birkenrinde, dann funktioniert das. Theoretisch gäbe es noch die Option, sich Kienspan zu suchen, das halte ich aber für in der Praxis. Deutlich schwieriger als alles andere. Deswegen die beiden Hauptzutaten für einen vernünftigen Zunder, den man fast wirklich überall finden kann, das waren sie auch schon. Ja, das ist echt nicht schwierig. Voraussetzung ist allerdings, und da gebe ich zu, dass man halt ein bisschen Zeit braucht, bis man den entsprechenden Zunder gefunden hat. Wenn man also, sagen wir mal, morgens in die Situation gerät, dass man bei Scheißwetter im Wald unterwegs ist und weiß, man braucht spätestens abends ein Feuer. Ja, dann nur sollte man eben den Tag über sich so weit fortbewegen, bis man zumindest genügend Zunder zusammen hat, damit man besagtes Feuer dann auch anmachen kann. Das Holz findet man dann überall, die Zweigchen. Ja, aber den Zunder halt eben nicht unbedingt. Das ist also der Nachteil dieser Methode. Dafür benötigt man halt eben kein Werkzeug, außer irgendwas zum Feuer machen. Ja, ein Feuerzeug, ein Feuerstahl, ein Streichholz, irgendwie sowas. Denn wenn es super, super viel regnet, und man hat nichts dabei, mit dem man irgendwie einen Funken oder mindestens einen Funken erzeugen kann, dann wird es mit dem Feuermachen auch extrem schwierig, denn Feuer bohren, ja, ich kann es nicht. Aber ich kann zumindest so viel dazu sagen, das ist dann halbwegs machbar für jeden, wenn man vorbereitete Materialien hat. Also ein schönes Brettchen aus getrocknetem Holz, was irgendwie indoor getrocknet wurde und wirklich furztrocken ist und alle Materialien sind wirklich furztrocken. Sich das herzustellen im nassen Wald, wenn es wirklich geregnet hat, es ist schon saumäßig schwierig. Und zugegeben, wenn man das überhaupt hinkriegt und dann damit wirklich so viel Glut erzeugt, dass man dann was anzünden könnte, dann braucht man zur Herstellung dieses Feuerbohrsets dann tatsächlich wieder ein brachiales Messer, um sich überhaupt Bohrbrettchen herstellen zu können. Das wird in den allermeisten Fällen nicht ohne Holzspalten möglich sein. Oder ich sage zumindest mal, es ist sehr nützlich, wenn man dann Holz spalten kann. Allerdings unbedingt das brachiale Messer braucht man dann auch wieder nicht und die Batoniertechnik braucht man auch nicht unbedingt verwenden, weil man Holzspalten auch so machen kann, dass man sich aus irgendeinem kleinen Ast mit einem kleinen filigranen Messerchen irgendwelche Keile schnitzt. Der hier ist natürlich jetzt viel zu morsch, aber grundsätzlich könnte man irgendeinen Ast dieser Art nehmen und macht sich dann einfach Spaltkeile, die entsprechend spitz und flach halt sind und geht mit denen ins Holz und schneidet das jetzt hier oben ab und klopft dann mit einem anderen Ast einfach genügend Spaltkeile ins Holz, in den natürlichen Riss, der im Holz vorhanden ist, bis das dann halt irgendwann komplett durchbricht. Das ist eine Mordsarbeit, das dauert dann wieder sehr lange, aber gehen tut das auch und man würde dann nicht riskieren, dass man sich ein eher filigranes Messer wie dieses hier dann dabei kaputt macht. Ich muss sagen, ich habe da auch nicht viel in Erfahrung da drin und habe das erst einmal ein bisschen ausprobiert.
Und seitdem hatte ich da keinen großartigen Bock, das noch weiter zu tun, ehrlich gesagt, weil ich brauche das halt eben nie. Ich habe noch nie erlebt, dass diese Methode hier nicht funktioniert hätte. Und ich habe tatsächlich immer mehrere Dinge dabei, mit denen ich mindestens einen Funken erzeugen kann und habe es bisher immer geschafft, wann immer. Ich kann nicht garantieren, dass ich das jedes Mal schaffen werde, ne? Das weiß ich nicht. Aber bisher habe ich es immer geschafft, in irgendeiner Form, wann immer ich ein Feuer wollte, mit den ganzen Utensilien, die eben einen Funken erzeugen können, die ich so dabei habe, und wenn es nur die Hutschnur ist, mir mein Feuerchen irgendwie zum Laufen zu bringen. Ja? Aber ja, streng genommen hat man nur ein Messer. Ja, nur ein brachiales Messer. Dann kann man damit ein Feuerbohrset leichter, viel leichter herstellen als ohne ein brachiales Messer. Und wenn man dann eben so lange wartet, bis das Wetter halt nicht total beschissen ist und tatsächlich in der Lage ist, dann ein Feuer zu bohren, dann hat man halt auch ohne Hilfsmittel ein Feuer hergestellt. Ja, das geht mit dieser Methode eben nun mal nicht. Die setzt voraus, dass man was hat, was ein Feuer machen kann. Dafür braucht man dann allerdings kein Messer. In der heutigen Zeit vielleicht durchaus ein Thema, weil ein Messer immer mit sich tragen könnte schwierig werden, ne, zumindest rechtlich gesehen. Ein Feuerzeug immer mit sich tragen oder ein Feuerstahl oder mehrere davon überall verteilt an verschiedenen Orten in der Kleidung, im Geldbeutel oder sonst wo. Da spricht eigentlich nicht viel dagegen, außer dass man dazu einen gewissen Schaden im Hirn braucht. Aber wenn man den hat, dann kann man das ja tun. Ja? So, aber nochmal, also ich glaube nicht, dass im Wald Zunder finden wirklich ein Riesenproblem sein wird. Aber es mag Situationen geben, in denen diese Methode länger dauert als die Holzspalterei und Pfefferstickerei, weil wenn man halt lange suchen muss, bis man Zunder findet, gleichzeitig aber in der entsprechenden Situation, in der man sich befindet, sofort Holz findet, was man spalten und pfeffersticken, sage ich jetzt einfach mal, verbisieren, wie das Ganze mal könnte, dann mag das schneller gehen. Und in anderen Situationen mag diese Methode schneller gehen. Insbesondere geht die halt schneller, wenn man wirklich am Tag noch unterwegs ist, während man sowieso durch die Gegend läuft, irgendwo eine Birke erblickt, sich da sein Material mitnimmt, seinen Zunder, den dann für abends griffbereit hat. Und dann ist das eine Angelegenheit von so ein paar Stöckchen zusammensammeln, wie ich sie jetzt hatte, um damit schon mal ein Initialfeuer zu machen. Und dann kann man, während das brennt, im Grunde, sollte man natürlich nicht tun aus Sicherheitsgründen, aber wir gehen ja davon aus, dass absolutes mieses Wetter herrscht. Dann könnte man theoretisch, sollte man nicht machen, ja, aber theoretisch in einer Notsituation, wenn es unbedingt notwendig ist, sobald das so weit brennt, wie es jetzt bei mir gebrannt hat, bevor ich es ausgemacht habe, könnte man auch rumlaufen und einfach weiteres Holz suchen. Das heißt, man hat mit dieser Methode theoretisch auch sehr, sehr, sehr schnell einfach sein Feuer am Gehen in den allermeisten Situationen, ja, so. Und das war es eigentlich nur, was ich sagen wollte. Diese Holzspalterei und Pfefferstickerei ist nicht die eine Wahrheit. Sie funktioniert, aber das hier genauso. So. Ja, jetzt fühle ich mich gut. Jetzt habe ich das mal endlich gesagt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.